Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal Freitag ab 1 macht jeder seins. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, falls meine Stimme noch etwas belegt klingt. Es ist sehr früh am Morgen und ich drehe mit euch das Scrapbooking am Freitag. Bleibt gerne auch bis zum Schluss dran, dann habe ich schon mal speziell für euch, für meine Zuschauer hier, eine kleine Vorankündigung, die morgen offiziell nochmal auf dem Kanal online geht. Ich habe mal so in meiner Bilderkiste gewühlt. Im Livestream habe ich euch neulich erzählt, mir gehen so ein bisschen die Bilder aus. Ich habe noch Bilder, aber dazu habe ich noch nicht so richtig die Ideen. Und ich habe mir diese Bilder rausgenommen aus unserem Fahneurlaub. Wir können ja im Moment nicht weg. Und das entscheidende Kriterium auf diesen Bildern ist, welchen Gedanken habt ihr zuerst, wenn ihr die Bilder seht? Urlaub, ja. Mein erster Gedanke war blau. Weil das ist die vorherrschende Farbe und Ruhe könnte man auch noch meinen. Ja, das, was wir im Moment irgendwie alle ein bisschen mehr haben, als wir es vielleicht wollen, bis auf die systemrelevanten Berufe natürlich. Ganz großes Herz und Dankeschön an dieser Stelle an euch. Und ja, ich habe gedacht, wir machen daraus einfach mal so ein kleines Layout, Thema Blau. Und ich habe mir schon ein paar Sachen dazu genommen. Es ist nun natürlich dadurch, dass es Fahnö ist, Nordsee ist, ist es auch wahrscheinlich maritim. Zu blau passt natürlich auch ein blauer Hintergrund. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich den in dunkelblau mache. Babyblau habe ich im Moment kein großes da. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre Aquamarin. Das könnte man auch nehmen. Obwohl ich glaube, ich präferiere dunkelblau. Ich habe mir das nämlich noch mal gestern zurechtgelegt, bevor ich gegangen bin. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen mit dazu genommen. Natürlich werde ich vielleicht kombinieren. Wir haben ja hier in den maritimen Sachen Louvre und Lee in den Standesformen. Hätten wir zum Beispiel das Tau oder aber auch das Steuerrad. Ein Anker haben wir auch mit dabei, dass wir das vielleicht als Elemente noch mit draufbringen. Und da bin ich am Überlegen, ob ich Silber- oder Kupferfolie nehme. Die lege ich mir erstmal her. Ob ich sie verarbeite, weiß ich noch nicht. Dann habe ich mir gedacht, das Thema Blau würde ich, glaube ich, gerne mit den großen Buchstaben, also mit dem Lined Alphabet, hier unten hersetzen. Als Titel. Mal gucken, ob das groß... Das sind ja schöne große Buchstaben. Da fällt mir übrigens gerade noch ein, wir haben ja letzte Woche dieses Layout gebastelt. Das habe ich jetzt hier bei mir schon in der Hülle drin. Und das gleiche Foto habe ich schon mal auf einem anderen Layout verarbeitet. Das ist das gleiche Foto. Und da habe ich zum Beispiel auch mit diesem großen Lined Alphabet den Text hingesetzt. Sommer und Prival. Nur noch mal kurz, dass sich das wirklich gut auch für Scrapbooking eignet. Das wollte ich da gerne noch zu zeigen. Das fiel mir jetzt gerade so ein. Also hier unten würde ich gerne das Blau hersetzen. Und dann habe ich mal in einem Scrapbooking-Workshop hier vor Ort, als ich noch Workshops gegeben habe, mit den Mädels dieses Layout gebastelt. Das ist ja auch, das ist Büsum, glaube ich. Und da habe ich zum Beispiel diese Windrose, diese Kompassnadel im Hintergrund verarbeitet. Und das ist ein Stencil, den ich gestern noch ganz ruhig gesucht habe, von EFCO. Wenn ich eine Bezugsquelle finde, setze ich euch die in die Infobox. Ich habe die schon ein bisschen was länger. Und das ist quasi so eine Schablone, die würde ich hier dann gerne in den Hintergrund setzen. Für die Hintergrundgestaltung. Den Text hier unten denken wir uns gerade mal. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich noch einfach mit dem Designerpapier mehr der Möglichkeiten hier vielleicht
um die Bilder miteinander zu verbinden, noch einen Streifen hier in den Hintergrund aufbringe. Deswegen fangen wir einfach mal an. Und ich glaube, als allererstes möchte ich damit anfangen, mir den Text zu prägen, weil ich werde dieses Stencil mit der Krafttinte in Flüsterweiß aufbringen. Und das Problem ist, die trocknet ja ein bisschen schwierig ab. Und wenn ich dann mit Embossingpulver darüber gehe, bleibt mir das Embossingpulver womöglich da drauf kleben. Obwohl, das wäre ja eigentlich auch gar nicht so schlimm. Also wir fangen jetzt einfach mal an. Wir werden ja sehen, was draus wird. Also ich nehme mir ein Fingerschwämmchen und werde mir als erstes mal hier meine Windrose, meine Kompassnadel einmal einfärben. Und das kann man wischen. Und dann seht ihr auch immer, wenn ihr das beiseite nehmt, wie stark ihr das haben möchtet. Ihr solltet dann jetzt nicht verrutschen. Ihr könnt auch klopfen, dann wird es ein bisschen stärker. Und man kann das natürlich auch in der Intensität ganz unterschiedlich aufbringen. Ne? Das gibt dann nachher noch so einen schönen Used-Effekt oder so einen unregelmäßigen Effekt. Das mache ich jetzt einmal fertig. Ich denke, das reicht mir so. Jetzt habe ich außerdem auch schon verschoben. Solche Stencils sind halt wunderbar für eine Hintergrundgestaltung. Die gibt es in ganz unterschiedlichen Designs. Ich glaube, ich habe auch noch Krönchen hier und einen Hirsch. Unsere Deko-Schablonen, die wir haben, eignen sich für diese Technik auch wunderbar. Aber da haben wir jetzt sowas maritim Passendes nicht mit dazu, vor allen Dingen nicht sowas Großes. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Jetzt suche ich mir mal hier. Das ist natürlich auch cool, ne? Das so in dem Marine dahinter zu setzen. Ja. Ich vergesse mal dazu zu sagen, wie groß die Bilder sind. Also inklusive Rand sind die jetzt hier bei mir 10 mal 7 cm. Ich gehe jetzt mal hier auf 6 cm, 2,5 Inch, das sind knapp 6,3 cm. Schmaler machen können wir das immer noch. So rum. Jetzt stellt sich die Frage, nehmen wir da maritime Motive mit dazu oder lassen wir es? Witzig ist das schon irgendwie, oder? Falls ihr was im Hintergrund schnaufen hört, das ist mein Rechner, der arbeitet gerade. Und dann stellt sich die Frage, Kupfer oder Silber?
bin fast geneigt, Silber zu nehmen. Ich werde es mal beides ausstanzen. So. Erfolgreiche Stanzarbeit. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe festgestellt beim Stanzen, dieser Anker hat im Gegensatz zu dem Steuerrad, wenn ich euch das mal so in die Kamera zeige, ist das nur ein plattes Motiv, während das Steuerrad ja noch so eine Prägung mit drin hat. Ich hoffe, das kommt drüber, weil der Anker ja mehr so dafür da ist, dass dazu passt, eine Stempelmotiv auszustanzen. Mir ist der aber so ohne Prägung ein bisschen zu platt, zu plakativ. Deswegen habe ich überlegt, was machst du denn? Und wir haben ja noch dieses Tau und das hat auch so eine Prägung mit drin. Und jetzt habe ich mir das mal so als in Silber mal ausgestanzt, um zu sehen, das gefällt mir an sich ganz gut. Mal gucken, wie es mit Kupfer aussieht. Da streiten sich jetzt die Geister. Ich glaube, das Kupfer kommt auch ganz gut. Was mogt wie denn? Wir könnten natürlich sagen, okay, wir nehmen den Anker hier unten noch mit her. Wir können uns den ja auch noch stempeln und ausstanzen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? So an sich gefällt mir das ja schon mal ganz gut, aber ich wollte ja das, jetzt kann ich mir natürlich das Blau, jetzt passt das ja nicht mehr so unbedingt hier daneben, das zieht es mir sonst zu hoch, aber das kann ich natürlich hier noch hersetzen. In der Hoffnung, dass es dann nicht so sehr in die Ecke sich gedrängt fühlt. Ach, immer diese Entscheidungen. Aber ich glaube, das lasse ich so. Dann kann die Windrose für sich stehen. Hier habe ich meine Bilder, die ich miteinander verankere. Das heißt, ich brauche den Anker noch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Silber oder Kupfer. Wo habe ich denn hier? Kupfer. Seid ihr da bei mir? Kupfer. Das heißt, den Anker werde ich mir nochmal stempeln. Ich bin immer noch am Hin und Her überlegen, aber wir machen das jetzt erstmal. Wir haben hier natürlich auch noch drin diese Vögel. Die könnte man sich hier noch mit so herstempeln. Ich traue allerdings immer, ich mag ja nicht so wahnsinnig gerne mit diesem weißen Stempelkissen stempeln, das wisst ihr ja. Testen wir mal. Ich glaube, mit den Vögeln geht das gerade so, ja. So, Milch anfassen. Das ist soweit ganz gut gegangen. Jetzt nehmen wir uns mal hier den Anker vor. Der ist hier als Stempel natürlich viel schöner und plastischer. Und was wir da machen können, ist, ich werde den jetzt nicht auf normalen flüsterweißen Farbkarton stempeln, weil ich ja möchte, dass sich diese Prägung weiter fortsetzt. Deswegen werde ich mir das einfach auf Metallicfolie stempeln und prägen. Mal gucken. Ich brauche Kupferfolienpapier. Ein bisschen mit dem Embossing Buddy. Die Statik von dem Folienpapier nehmen. Und beim Stempeln mit der Versamark-Tinte muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man jetzt auf die Folie mit dem Stempel, mit der Stempelfarbe geht, kann das schnell sein, dass man so wegrutscht. Also vorsichtig aufstempeln, ein bisschen Druck.
einprägen. So, das lasse ich einen Moment anziehen. So sieht das Ergebnis aus. Und wenn ich das dann ausstanze, hat es hoffentlich, passt es sich da gut mit ein. Ich werde mal hier mein Pulver beiseite nehmen und dann können wir gleich das Blau nochmal prägen. So. Ich werde da ja nicht großartig die Linie sehen, aber ich ziehe mir trotzdem eine. Und wenn es nur für die Psychologie ist. Das T-Lineal bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. So, mal gucken, ob wir das hier so farblos hinkriegen oder ob wir jeden einzelnen Buchstaben prägen. Wo ist meine Linie? Also, nach Gefühl. Jo, es wird jetzt schon nicht gerade. Okay, dann mögen wir es heute perfekt und perfekt. Da nehme ich mir das weiße Embossing-Pulver. Nach den Dosen werde ich immer wieder gefragt, schaut mal hier oben unterm i. Da habe ich euch den Trick der Dosen erklärt. Das prägen wir jetzt nochmal ein. Also das ist jetzt auch ein Layout, was man mit wenig Material gestalten kann. Wenn ihr zum Beispiel am Meer im Urlaub wart, dann nehmt doch anstatt Blau den Text Urlaub, ne? Oder Strand. Aber so an sich finde ich, das Maritime lässt sich immer ganz gut verwenden für so Urlaubslayouts. So. Nochmal ein Strich fürs gute Gewissen. Oh, ich habe heute wieder den unmöglichen Pullover an. Ist das jetzt gerade? Fast. So. Jetzt positionieren wir uns noch unsere Bilder. Ja. Mir ist heute mal wieder nach Fotoklebepads. Ihr könnt auch mit Flüssigkleber weiterarbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Der ist säurefrei, der macht euch nicht die Fotos kaputt. Das ist alles super. Ach, guck mal, ich hatte ursprünglich noch überlegt,
ob ich, um das Kupfer zu verstärken, Moment, bevor ich das aufklebe, ob ich zum Verstärken dieses Kupfereffekts einfach nochmal das Metallic-Garn. Leute, ich weiß jetzt nicht, ob das noch aktuell ist. Es sind nicht mehr alle Metallic-Garne im Sortiment. Aber wenn es nicht mehr ist, vielleicht habt ihr es noch. Ansonsten lasst ihr es einfach weg. So, jetzt liegt es irgendwo unten, dass ich es mir nachher wieder suchen werde. So, ich habe da jetzt echt ein paar Fädchen drum gewickelt. Vielleicht auch ein bisschen zu straff, deswegen wellert sich es jetzt aber in der Tüte nachher. In der Tüte. Oh, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, es ist früh am Morgen. Ich bin noch nicht so ganz fit beim Reden. In der Folie. Guck mal, das könnte man natürlich auch machen, das jetzt hier einfach noch so mit einzuweben, wenn man das möchte. Das möchte ich jetzt nicht. Nein, ich möchte das nicht. Halt, ich gehe unlogisch vor. Ich sollte erst mit dem hier unten anfangen, mit dem Bild, damit ich dann das mittlere wirklich gut mittig zwischen die beiden positionieren kann, dass die Abstände stimmen. So ein bisschen Monk ist man dann ja doch. Ist auch bekloppt, oder? So, jetzt lege ich mir das mal hier. Auf einen Millimeter stimmen die Abstände jetzt nicht. Also wenn die Abstände jetzt nicht auf einen Millimeter stimmen, ist das auch nicht so schlimm. Aber so sieht das Ganze doch schon mal ganz gut aus, oder? So, jetzt haben wir hier noch das Steuerrad, den Knoten. Und unseren Anker, den wir noch ausstanzen müssen. So, und wenn ihr jetzt die beiden Anker nebeneinander legt, dann seht ihr den Unterschied, ne? Es hat so ein bisschen Struktur bekommen. Ist definitiv schöner als das. Und den setzen wir dann hier unten noch mit her. Ja. Aufkleben und dann sind wir für heute schon in Anführungsstrichen fertig. Ich hoffe, ich habe auf Aufnahme gedrückt, ja. Und ich hoffe, mein Ton spielt auch mit, nicht, dass mich da wieder die Technik verlässt. So, das Steuerrad. Dann haben wir nämlich auch drei Kupferelemente. Das im Hintergrund fällt kaum auf.
Die Bilder sind miteinander verbunden. Das maritime Thema ist aufgegriffen. So, das muss ein bisschen anziehen. Und den Anker noch. Und damit ist das Layout fertig. Mehr würde ich da jetzt gar nicht machen. Was man natürlich noch machen könnte, ist, damit man noch ein bisschen was dazu erzählt, dass man entweder hier entlang noch ein bisschen Journaling schreibt mit einem weißen Stift oder hier entlang. Aber ich glaube, ich lasse das hier so komplett mal weg, das Journaling. Wir haben einen Titel blau, der ist jetzt, der springt einen auch nicht an, weil das Bild für sich spricht. Und das ist meine Idee für heute. Wie gesagt, da kann man einen guten Urlaubslayout draus machen, wenn man an der Nordsee oder Ostsee war oder auch am Mittelmeer. Das kann man wirklich gut weiterverwenden. Wo ist dann mein ursprüngliches Layout? Hier. Wie gesagt, hier habe ich es ein bisschen mit Holzdesignerpapier und ein bisschen auf Vintage gemacht. Das war das andere Projekt aus dem Workshop. Und jetzt habe ich ja noch was für euch, was ich euch zeigen möchte. Ich werde dazu noch ein separates Ankündigungsvideo machen, das wahrscheinlich morgen bei mir auf dem Kanal online geht. Aber so habt ihr schon mal gesehen. Vorausgesetzt, ich habe Verpackungsmaterial bestellt. Ich hoffe, das kommt. In Zeiten von Hashtag wir bleiben zu Hause habe ich gestern ein bisschen überlegt, wie wir uns denn auch oder wie ich euch ein bisschen die Zeit vertreiben kann und habe gedacht, so von wegen, Mensch, lass uns doch mal wieder einen Workshop to go machen. Und zwar habe ich ein Materialpaket für euch gepackt für dieses kleine Mini-Album. Da ist außer den Stanzteilen und den Stempelmotiven alles drin, was ihr braucht, sogar das Band. Ihr braucht noch ein bisschen Stanzen dazu, aber das könnt ihr ganz individuell einstellen. Das zeige ich euch auch nochmal in dem Ankündigungsvideo. Ich habe mir das Produktpaket Magnolienweg nochmal rausgenommen, weil es geht ja jetzt auch auf die Magnolienzeit zu, auf Frühling. Und vielleicht ist so ein kleines Mini-Album auch eine nette Überraschung für Großeltern, die jetzt zu Hause sind, die ihre Enkelkinder nicht sehen können, indem ihr einfach ein kleines Mini-Album für eure Eltern, die ihr dann auch Großeltern eurer Kinder sind, bastelt, ein paar aktuelle Fotos mit reinklebt und ihnen das schickt. Das muss gar nicht zu Ostern sein, sondern einfach mal zwischendurch, weil ihr euch nicht sehen könnt, als kleine Aufmunterung. Ich habe hier, das kann man auch weglassen, die Schleife. Und dann habt ihr so ein kleines Mini-Album, in das ihr ein paar Grüße stecken könnt, hier sind auch Taschen mit drin, in denen ihr ein paar aktuelle Bilder einkleben könnt und einfach als kleine Aufmunterung, bis wir uns wiedersehen. Das wird es als Materialpaket geben. Jeder, der das Materialpaket bei mir kauft, bekommt das Videotutorial gratis mit dazu. Ihr könnt natürlich auch nur das Video-Tutorial dann buchen. Alles Weitere seht ihr dann in dem Ankündigungsvideo. Ich habe auch schon mal das Bestellformular bei mir auf dem Blog eingestellt, hier oben. Ich sehe zu, dass ich auch ein Bild dazu kriege und ich bin noch dabei, diesen Workshop to go fertig zu machen. Nur als kleine Ankündigung schon mal vorab, dass ihr wisst, ich habe was für euch, womit ihr euch die Zeit vertreiben könnt, wenn ihr zu Hause seid und nicht so richtig wisst, was ihr basteln sollt. Und hier habt ihr quasi das gesamte Material mit dabei, was ihr für dieses Mini-Album braucht. Und ja, damit entlasse ich euch ins Wochenende und wünsche euch eine schöne Zeit. Ja, bleibt gesund, bleibt zu Hause und lasst den Kopf nicht hängen, lasst euch nicht die Decke auf den Kopf fallen, macht Dinge, die ihr sonst immer, wofür ihr sonst keine Zeit habt, die ihr immer gerne gemacht hättet, wofür ihr aber nie die Zeit hattet im Alltag. Und gemeinsam schaffen wir das, gemeinsam durch die Krise, das kriegen wir alles hin und sei es nur mit so einem kleinen Bastelprojekt. In diesem Sinne, startet gut ins Wochenende, bleibt gesund, bleibt kreativ und tschüss aus Hamburg. Tschüss!